Hallo liebe GamesCH-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Best-of-Special für Switch. Wie der Name bereits verrät, möchten wir euch darin die 13 unserer Meinung nach aktuell besten Spiele für die aktuelle Nintendo-Konsole vorstellen. Eine Rangfolge gibt es dabei nicht, denn eigentlich hätte jeder der folgenden Titel einen Platz in eurer Sammlung verdient. Los geht's! Zu Super Mario Bros. Wonder könnten wir ganze Bücher füllen. Das koopfähige 2D-Jump'n'Run ist nämlich nicht bloß wunderschön, sondern strotzt nur so vor unzähligen liebevollen Details und kreativen Ideen, bei denen wir mühelos ins Schwärmen geraten. Hier stimmt praktisch alles. Die audiovisuelle Kulisse, die Atmosphäre und eben auch das Gameplay, sogar wenn ihr es ganz klassisch alleine spielt. Mit seinen extrem abwechslungsreichen Levels, den verschiedenen Kostümen und etlichen Bonuseigenschaften der Abzeichen erwartet euch hier ein Füllhorn an Vielfalt und Abwechslung. Die Steuerung ist wie gewohnt enorm präzise und so eingängig, wie es nur Nintendo leisten kann, wobei ihr zumeist das Tempo selbst vorgebt und euch die Zeit nehmen könnt, die ihr braucht. Super Mario Bros. Wonder mag nicht so innovativ sein wie Super Mario Galaxy oder Super Mario Odyssey, aber es ist nicht weniger als ein erstklassig umgesetztes klassisches Jump'n'Run mit dem berühmtesten Klempner der Welt, das wahrlich in keiner Switch-Sammlung fehlen darf. Manch einem wäre ein Nachfolger zum 3D-Action-Adventure Prince of Persia die vergessene Zeit womöglich lieber gewesen. Das allerdings ist eine Ansicht, die man eigentlich nur bis Januar 2024 vertreten konnte. Denn das zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte Prince of Persia The Lost Crown zählt zu den bislang besten Ablegern der legendären Reihe, die auf Entwickler-Urgestein Jordan Mechner zurückgeht. Das von Rayman-Macher Ubisoft Montpellier umgesetzte Metroidvania glänzt mit schicker Comic-Grafik, präziser Steuerung und allgemein mit einer großartigen Kombination von Kämpfen, Erkundung und fähigkeitenbasiertem Platforming. Obwohl bereits im Januar 2024 veröffentlicht, zählt das Spiel zu Recht von Beginn an zu den Highlights des Jahres. Gerade für die Switch ist der Action-Plattformer wie gemacht und läuft auch auf der Nintendo-Konsole konstant mit 60 FPS. Dank mehreren Schwierigkeitsgraden und etlichen weiteren Einstellungsoptionen kommen hier sowohl Hardcore-Gamer als auch Einsteiger auf ihre Kosten und werden genauso wie wir darauf pfeifen, dass Hopdeld Sargon ein Krieger und eben gar kein persischer Prinz ist. Die Pikmin-Reihe war schon immer zuckersüß und kombinierte auf einzigartige Weise eine liebenswerte Miniaturwelt mit strategischem Echtzeit-Gameplay. Niemals zuvor war die auf GameCube gestartete Serie aber so vielfältig, so schön und so zugänglich wie in Pikmin 4. Gewiss, wer den durchaus hohen spielerischen Anspruch der Vorgänger besonders mochte, der mag sich daran stoßen, dass der vierte Teil deutlich leichter ausfällt und selbst die Bosse nicht ganz so fordernd sind wie einst. Allerdings sorgt genau das dafür, dass Pikmin 4 nun für eine deutlich größere Zielgruppe geeignet ist, zumal Nintendo mit tollen Neuerungen nicht geizt. Gerade die neuen Unterwelt-Dungeons sorgen für Abwechslung, Taktikfreunde kommen besonders auch in den motivierenden Dandori-Challenges auf ihre Kosten. Die alles verbindenden Oberwelten sind schön wie eh und je und deren Erkundung geht dank der neuen Komfort-Features deutlich leichter von der Hand. Gute Vorbereitung ist weiterhin wichtig, aber Fehler werden nicht mehr hart bestraft. Wer es mal nicht schafft, lernt daraus und probiert es am nächsten Einsatztag ohne dauerhafte Game-Over-Gefahr einfach nochmal. Einfach nur wundervoll ist Rettungshund Otschin, der als Helfer, Reittier und vieles mehr das Spiel in praktisch jeder Hinsicht enorm bereichert und auch euch mindestens genauso sehr ans Herz wachsen wird wie die putzigen Pikmin selbst. Der Vorgänger Breath of the Wild war bereits ein absoluter Hit. Aber mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom übertrifft sich Nintendo noch einmal selbst. Praktisch jeder der drei neuen zentralen Skills würde allein schon für ein eigenes Spiel ausreichen. Die Freiheiten der Ultrahand etwa, mit der ihr Landfahrzeuge, Boote und Fluggeräte baut oder auch einen riesigen Käfig, in den ihr eure Gegner einsperrt und ihnen mit einem eingebauten Rotor den Gar ausmacht. Oder die Fusion, mit der ihr nahezu beliebig Objekte zu neuen Waffen vereint, die Kämpfe vielfältiger machen und noch dazu zum Teil die Waffenhaltbarkeit so erhöhen, dass der größte Kritikpunkt am Vorgänger quasi wegfällt. Und dann wäre da noch die Zeitumkehr, mit der ihr unglaubliche Dinge insbesondere in Kombination mit anderen Skills anstellen könnt. Es ist ein riesiger Spielplatz, der noch dazu erzählerisch und atmosphärisch neue Maßstäbe in der Reihe setzt und auch technisch alles aus der Switch herausholt. Selbst der Begriff Meisterwerk ist nicht so hochgegriffen für Tears of the Kingdom. Ein Spiel, das sich wirklich kein Switch-Besitzer entgehen lassen darf, völlig egal, ob ihr bereits Fans der Reihe seid oder erst mit Links neuem Abenteuer einsteigt. Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht.
Es gibt viele Spielereien, die vor allem ihre Kernzielgruppe ansprechen und wenig dafür tun, dass sie auch für andere Spieler attraktiver werden. Xenoblade Chronicles gehörte dazu, jedenfalls vor dem neuesten Ableger auf Switch. Denn Xenoblade Chronicles 3 hält zwar an den Grundtugenden wie den eher indirekten Echtzeitkämpfen fest, allerdings werden gerade sie deutlich facettenreicher und spektakulärer. Die Ouroboros-Verwandlung, Kettenangriffe und Fusionsskills machen optisch mächtig Laune, verpassen den Kämpfen aber zudem gleichsam mehr Action und taktischen Tiefgang. Die Gefahr, mit einer schlecht gemischten Party loszulegen, ist gering, da nun bis zu 7 Recken auf einmal parallel an Bord sind. Auch das Klassensystem ist deutlich vielfältiger und motivierender. Und trotz des schier gigantischen Umfangs der Spielwelt gelingt dem japanischen Entwickler sogar eine erheblich bessere Spielbalance, die anders als die Vorgänger vergleichsweise wenig Charaktergrinding erfordert. Aber das sind nur ein paar der Vorzüge. Story und Charaktere sind wieder ähnlich interessant wie im ersten Teil auf Wii, der Soundtrack ist wie eigentlich immer eine Wucht und der detailverliebte Grafikstil kommt besser denn je zur Geltung. Wer Xenoblade Chronicles mag, kommt um den neuen Teil ohnehin nicht herum. Und Rollenspielfreunde, denen vor allem das Kampfsystem in den Vorgängern dezent die Petersilie verhagelt hat, sollten der Reihe mit Xenoblade Chronicles 3 in jedem Fall eine neue Chance geben. Es lohnt sich. Bei Neuauflagen von Klassikern kann man leicht vieles verkehrt machen. Entwickler WayForward allerdings macht in Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp so ziemlich alles goldrichtig. Die beiden enthaltenen, ursprünglich für den Game Boy Advance veröffentlichten Rundenstrategiespiele haben rein gar nichts von ihrer Klasse verloren. Die Gefechte mit Fußtruppen, Panzern, Militärjets, Marineeinheiten, Kampfhelis und so weiter sind überaus abwechslungsreich und erfordern einiges taktisches Geschick. Natürlich könnt ihr hier auch einen einsteigerfreundlichen Schwierigkeitsgrad wählen, falls ihr nicht zum harten Kern der Genre-Liebhaber gehört, um die beiden üppigen Kampagnen und die knuffig schöne Präsentation zu genießen. Mit den beiden Kampagnen, wobei ihr auf Wunsch auch mit Advanced Wars 2 Black Hole Rising beginnen könnt, das ein paar zusätzliche spielmechanische Kniffe und vor allem neue Gegner mitbringt, habt ihr allein genug Stoff für 50 Spielstunden und mehr. Das clevere Fortschrittssystem motiviert aber durchweg dazu, sich auch den unzähligen Einzelszenarios zu stellen, die mit besonderen Herausforderungen und noch dickeren Belohnungen aufwarten. Und wenn alle Stricke reißen, könnt ihr euch im Multiplayer-Part austoben, egal ob im Wettstreit mit fremden Spielern aus der Welt oder mit euren Freunden in privaten Matches. Man könnte sagen, Animal Crossing New Horizons kam genau zur richtigen Zeit in den Handel, denn der Release am 20. März 2020 fiel ziemlich exakt mit dem ersten Lockdown im Rahmen der Covid-19-Pandemie zusammen. In dieser Zeit gab es nämlich nichts Besseres als eine Lebenssimulation mit einem bewusst entschleunigten Spielprinzip. Animal Crossing New Horizons ist mit seiner zuckersüßen Grafik, der eingängigen Spielmechanik und den vielen Möglichkeiten, sich auf der eigenen Insel oder der von Freunden eine quietschvergnügte Zeit zu machen, ein Unterhaltungsgarant. Da ertappt man sich selbst immer wieder bei einem erstaunten Blick auf die Uhr, wie lange man sich wieder mit Insektenfangen, der Ernte von Obst oder auch der Einrichtung der virtuellen Behausung beschäftigt hat. New Horizons ist eindeutig ein Spiel für die ganze Familie, und nicht nur deshalb eines, das auf keiner Switch fehlen darf. Oh yeah. Klempner Luigi steht häufiger im Schatten seines Bruders Mario. Dass auch der Schnauzbartträger mit der grünen Mütze mächtig was auf dem Kasten hat, beweist er allerdings immer wieder. Besonders großartig gelingt es ihm im Switch-exklusiven Luigi's Mansion 3, indem er wie üblich mit dem Staubsauger auf Geisterjagd geht. Das Spiel basiert auf dem Grundkonzept des 3DS-Vorgängers, baut es allerdings in praktisch jeder Hinsicht aus und verbessert es. Luigi's Mansion 3 ist aber nicht nur spielerisch mit seinen kreativen Rätseln, bei denen auch immer wieder Luigis flüssiges Abbild Fluigi eine wichtige Rolle spielt, oder den lustig actionreichen Geisterkämpfen ziemlich stark. Das Hotel, in dem ihr Bruder Mario, Toad und Prinzessin Peach befreien müsst, ist visuell und künstlerisch ebenfalls eine ziemliche Wucht. Es ist natürlich kein gewöhnliches Hotel, was die thematisch sehr unterschiedlichen Stockwerke belegen. So geht's unter anderem durch eine Art Filmstudio-Etage und eine, die mit dem Begriff Disco am besten umschrieben ist. Zudem glänzt das Spiel mit seiner trickfilmreifen Inszenierung. Und als wäre das alles noch nicht genug, könnt ihr die gesamte Story auf Wunsch auch kooperativ angehen oder im Mehrspielermodus mit bis zu 4 Geisterjägern zusätzlichen Spielspaß herauskitzeln. Im vorherigen Teil wurde Yoshi noch zu einem Voldino, den man einfach lieben musste. In der Papercraft-Welt von Yoshi's Crafted World ist Marios regelmäßiger Sidekick wenigstens genauso süß, knuffig und liebenswert, wie wir den langzüngigen Eiersammler und Werfer seit Jahren kennen.
Das Jump'n'Run bietet in seinen Welten mit normalen Levels, Bosskämpfen oder Challenges, in denen ihr in eine riesige, mit Boxhandschuhen ausgestattete Yoshi-Version schlüpft, ein Maß an Abwechslung, wie es womöglich nur Nintendo selbst bieten kann. Gepaart mit toller Grafik und fantastischen Animationen ist Yoshi's Crafted World ein Spielspaßgarant par excellence, der auf keiner Switch fehlen darf. Der neueste Teil der legendären Fighting Game Reihe trägt das Wort Ultimate im Namen und das nicht ohne Grund. Denn Super Smash Bros. Ultimate ist wahrlich ein Spiel der Superlative. Über 100 dynamische Arenen und eine fast schon erschlagende Anzahl an Kämpfern von Mario über Sonic bis hin zu Ryu aus Street Fighter sprechen eine deutliche Sprache. Aber es ist nicht nur der gigantische Umfang mitsamt vielen neuen Solo-Spielmodi, denn der Titel glänzt mit Qualität und Liebe zum Detail in all seinen Facetten. Der Begriff Pflichtspiel mag einem auch bei extrem hochwertigen Switch-Titeln nicht leicht über die Lippen kommen, spätestens im Fall von Super Smash Bros. Ultimate ist er aber genau richtig. Wenn ihr auch nur ein bisschen Spaß an den unzähligen Helden aus dem Nintendo-Universum und aus diversen Nintendo-fremden Welten habt, dann müsst ihr diesen Brawler hier einfach haben. Gerade im Multiplayer-Modus sind die mitunter chaotischen Schlachten natürlich ein ziemliches Spektakel. Obgleich Link auch mit seinem jüngsten Abenteuer vertreten ist, kommen wir nicht umhin, dass er noch ein zweites Mal mit dem vorherigen auftaucht. Denn das vielfach als Spiel des Jahres ausgezeichnete The Legend of Zelda Breath of the Wild ist einfach nur stark. Die schmucke Cell-Shading-Optik, die riesige offene Spielwelt, in der sich jeder Punkt am Horizont erreichen lässt und meist ein Geheimnis beinhaltet, sowie die rund erneuerte Kampf-, Crafting- und Fortbewegungsmechanik sind einfach nah an der Perfektion. Besonders empfehlenswert ist es natürlich auch, die Erweiterungen zu Breath of the Wild zu kaufen, um das ohnehin umfangreiche und erstklassige Abenteuer noch zusätzlich abzurunden. Eine Nintendo-Konsole ohne ein eigenes Mario Kart ist schlicht undenkbar. Zwar gab es für die Switch im April 2017 keine nagelneue Version, doch sorgt das starke Mario Kart 8 in der aufgebohrten Deluxe-Ausgabe definitiv für Rennspielfieber und Wutanfälle, wenn sich in der letzten Sekunde ein Kontrahent vordrängelt und die Ziellinie als erster erreicht. Wer es genau wissen will, es handelt sich dabei um die Wii U-Version, allerdings eben technisch verbessert und gebündelt mit allen bislang erschienenen herunterladbaren Inhalten und einem gelungenen Modi-Mix an spaßigen Arena-Kämpfen aus älteren Mario Kart-Teilen und vielen weiteren Verbesserungen, die seitdem veröffentlicht wurden. Dazu kommen auch noch ein paar neue Piloten wie König Boohoo, Bowser Jr. oder die Inklinge aus Splatoon, die das Fahrerfeld auf deutlich mehr als 40 Charaktere erweitern. Und einige neue Fahrzeuge natürlich auch. Mario Kart 8 Deluxe ist und bleibt ein Synonym für Fun Racer. Und deshalb gehört das Spiel natürlich auf jede Switch. Es dürfte niemand ernsthaft verwundern, dass Nintendo-Maskottchen Mario ein weiteres Mal in unserer Best-of-Liste vertreten ist. Anders als Super Mario Bros. Wonder ist Super Mario Odyssey ein 3D-Plattformer, der ähnlich innovativ wie der Quasi-Vorgänger Super Mario Galaxy 2 daherkommt. Zentral ist die Mützenmechanik von Marios Sidekick Cappy. Damit könnt ihr nicht nur Gegner besiegen, sondern könnt quasi alle denkbaren Kreaturen wie Goombas, Koopas und vieles mehr übernehmen und damit auch deren spezielle Fähigkeiten. In zig thematisch unterschiedlichen Welten erwarten euch unzählige Geschicklichkeits-Challenges, Bosskämpfe und Rätsel in einer wunderschön bunten Kulisse. Wer Super Mario Odyssey noch nicht hat, sollte das Versäumte spätestens jetzt unbedingt nachholen. Und damit haben wir auch schon das Ende unseres Best-of-Specials für Nintendo Switch erreicht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet die ein oder andere Kaufempfehlung daraus ableiten. Weitere Infos zu den im Video aufgeführten und etlichen weiteren Switch-Titeln findet ihr wie immer auf games.ch.